Am Wochenende 18. und 19. November fand in den Räumen des EU-Parlaments ein Tribunal zu dem US-Embargo gegen Kuba statt. Das abschließende Urteil lautete, ich zitiere kurz, die umfassenden politischen und wirtschaftlichen Sanktionen, die seit 1960 gegen die Republik Kuba verhängt wurden, verstoßen gegen das Völkerrecht. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung des Brüsseler Tribunals? Frage geht ans Auswärtige Amt. Herr Warbeck, ich weiß nicht, auf welches Tribunal Sie sich beziehen, aber ich kommentiere das hier nicht. Nachfrage? Aber Sie können ja grundsätzlich sagen, ob die Bundesregierung das, die US-Blockade, die sie ja auch erst am 3. November verurteilt hat, als völkerrechtswidrig bezeichnet, ja oder nein? Herr Warbeck, ich werde mich jetzt hier nicht mit Diskussionen zu Kuba mit Ihnen einlassen. Ich kenne den Bezug, den Sie herstellen, nicht, kenne dieses Tribunal nicht, was Sie zitieren. Insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen.